Kann ein Muggel eigentlich zum Zauberer werden? Und wenn ja, wie? Im heutigen Video werden wir der interessanten Frage auf den Grund gehen, ob ein Muggel wirklich magisch werden kann. Und wenn ja, wie soll das Ganze eigentlich ablaufen? Eine Frage, die sich wohl jeder schon einmal gestellt hat. Ich meine, welcher junge Harry Potter-Fan hat nicht insgeheim gehofft, dass sein Brief von der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei auf dem Weg zu seinem Haus ist? Natürlich weiß ich genau, dass Einladungsschreiben nach dem 11. Geburtstag von Hogwarts verschickt werden. Aber wäre es wirklich so unwahrscheinlich, dass ein oder zwei Kinder an ihrem Geburtstag übersehen wurden und erst im nächsten Schuljahr kontaktiert werden mussten? Briefe können ja auch mal in der Post verloren gehen, als Beispiel. Oder nicht jede magische Begabung wird sofort erkannt, oder? Also mal zur Frage. Kann jemand, der ohne magische Kräfte geboren wurde, später im Leben die Fähigkeit erlangen, Magie auszuüben, oder ist das unmöglich? Wenn ich jetzt sofort eine klare Antwort dazu geben müsste, dann würde ich per se sagen, nein. Man kann, wenn man nicht mit Magie geboren wurde, auch nicht später die Fähigkeit zur Magie erlernen. Aber das ist wahrscheinlich nicht so einfach, diese Antwort zu geben und zu sagen, dass es nicht möglich ist, denn es gibt verschiedene Faktoren, die man als Gegenargument benutzen könnte. J.K. Rowling hat gesagt, dass niemand genau weiß, woher die Magie kommt. Aber sie hat auch gesagt, dass sie Magie wie jedes andere Talent betrachtet. Sie taucht bei bestimmten Personen auf, wird oft vererbt, aber sie ist nicht so stark ausgeprägt. Das war's dann wohl, denkst du vielleicht. Entweder man wird damit geboren oder eben nicht. Aber können bestimmte Begabungen nicht ein wenig vorhanden sein und erst später im Leben entdeckt werden und ans Licht treten? Jemand mit der Gabe der Musikalität oder auch der Sportlichkeit kann zum Beispiel die Veranlagung haben, gut in diesen Dingen zu sein, aber erst mit etwas Übung zeigt sich dann wirklich, wie begabt diese Person wirklich ist. Also wäre es nicht vernünftig anzunehmen, dass jemand, der nicht weiß, dass er magische Kräfte hat, sich später entdecken und lernen könnte, um diese Gabe zu nutzen? Aber ich nehme hierbei an, das ist kein Muggel, der magisch wird, sondern eine Hexe oder Zauberer, der einfach zu spät zur Zaubererparty kommt. Wobei wir bei dem Thema wären, was eine Person überhaupt magisch macht. Nun, wir haben bereits darüber gesprochen, dass niemand wirklich weiß, woher die Magie kommt. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Talentmetapher von Rowling die Magie am besten beschreibt, woher kommen dann die Kräfte? Da Rowling auch erwähnt hat, dass das Zauberergen dominant ist, liegt die Vermutung nahe, dass die Magie tatsächlich in der biologischen Ausstattung eines Menschen vorhanden ist. Und das würde bedeuten, dass sich die Zauberer-DNA grundlegend von der Muggel-DNA unterscheidet. Denn es deutet darauf hin, dass magische Menschen bestimmte, besondere Gene haben, die ihnen ihre Fähigkeiten verleihen. Das würde natürlich auch bedeuten, dass Muggeln die gleichen Gene fehlen. Das könnte auch erklären, warum manche Hexen und Zauberer mächtiger sind und besser sind in der Magie als andere. Die Magie liegt in ihren Genen, in unterschiedlichem Maße natürlich. Es würde auch erklären, warum die meisten magischen Kinder von Hexen und Zauberern geboren werden und nicht von Muggeleltern. Das heißt, Zauberer erben die magischen Gene. Aber genauso wie die Gene, die über die Haarfarbe oder die Körpergröße eines Menschen entscheiden, können manche Gene scheinbar aus dem Nichts kommen. Wie ein schwarzhaariges Kind, was von zwei rothaarigen Eltern geboren wird. Und so kann auch die Magie in einem Kind auftauchen, welches von nicht magischen Eltern geboren wurde, wie Hermine. Es gibt allerdings auch Kinder wie Squibs. Squibs sind Kinder, die geboren werden mit einem Hauch von Magie um sich herum. Wahrscheinlich Kinder, die in einer Zaubererfamilie reingeboren werden. Allerdings haben diese Kinder keine wirkliche magische Begabung. Ohne magische Begabung leben Squibs in der Welt der Zauberer oft als eine Art Außenseiter. Sie wissen über Magie Bescheid und sind von ihr umgeben, haben aber nicht die Möglichkeit, sie selbst anzuwenden. Klingt ziemlich traurig. Wenn du magisch werden könntest, dann würdest du es doch sicherlich auch tun, oder? Wenn man davon ausgeht, dass die Magie von der DNA kommt, ist es jedenfalls schwer zu behaupten, dass jemand, der ohne das Zauberergen geboren wurde, es später entwickeln könnte. Ich denke, die einzige Möglichkeit ist, dass eine als Muggel geborene Hexe oder Zauberer, die das Gen besitzen, nicht merken, dass sie magische Kräfte haben, bis sie darüber informiert werden. Es gibt jedoch auch eine andere Fantheorie, die ziemlich interessant ist. In dieser Theorie wird angenommen, dass die Magie und die Fähigkeit, sie auszurüben, direkt mit der Seele zusammenhängt. Dies könnte eine Erklärung für einige besondere Fälle in der Zaubererwelt von Harry Potter sein. Zum einen würde es die magischen Fähigkeiten erklären, die Harry Potter besitzt und auch nur deshalb besitzt, weil er einer von Voldemorts zufälligen Horcruxen geworden ist. Normalerweise ist ein Horcrux ein Gegenstand, der durch die Spaltung der Seele eines Zauberers entstanden ist, um ihn unsterblich zu machen. In diesem speziellen Fall jedoch hat sich das Stück von Voldemorts Seele an das einzige andere, das er finden konnte, gehängt: Harry Potter.
Nachdem er sich in Harry eingenistet hatte, hat der Horcrux, der buchstäblich ein Stück von Voldemorts Seele war, Harry mit magischen Fähigkeiten ausgestattet, die auch Fähigkeiten sind, die der dunkle Lord besessen hat. Harry konnte zum Beispiel die Parselsprache sprechen, die seltene Sprache der Schlangen, die nur wenige Hexen und Zauberer von Natur aus verstehen. Außerdem konnte er Legilimentik, das heißt, er konnte in den Geist des dunklen Lords eindringen, und das war eine weitere magische Gabe, die Voldemort ebenfalls besaß. Was jedoch die heutige Frage betrifft, so glaube ich nicht, dass es wirklich möglich ist, die eigene Seele nach der Geburt zu verändern. Wahrscheinlich wird man mit einer Seele geboren, die ein Leben lang dieselbe bleibt, oder? Und selbst wenn man Magie in seiner Seele hat, glaube ich nicht, dass ein Muggel wirklich magisch werden kann. Es sei denn, man wurde versehentlich in einen Horcrux verwandelt, wie Harry es war. Bleibt nur noch eine letzte Sache. Die Tatsache, dass Jacob Kowalski für den Film Fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse einen Zauberstab von Dumbledore bekam. Vielleicht hatte er schon immer ein kleines bisschen Magie in sich, nur nicht genug, um in eine Zauberschule eingeladen zu werden. Das würde gut zu der Vorstellung passen, dass jede Hexe und jeder Zauberer über unterschiedlich starke magische Fähigkeiten je nach Gen verfügt. Also man kann sich vorstellen, dass bestimmte Leute eine fast nicht nachweisbare Menge an Magie besitzen könnten. Alles in allem denke ich, dass die Antwort auf die Frage, ob ein Muggel magisch werden kann, ein ziemlich eindeutiges Nein ist. Unabhängig davon, ob man glaubt, dass Magie aus dem Gen oder aus der Seele kommt, halte ich es für ziemlich unwahrscheinlich, dass Magie eine spätere gewonnene Fähigkeit sein kann, sondern eher, dass sie in den Genen festsitzt. Außer natürlich, wie gesagt, durch einen Teil einer Seele, welcher von einem Zauberer an dich geheftet wird. Aber selbst da bin ich mir nicht sicher, ob die Person, an die der Teil der Seele geheftet wird, nicht schon vorher magische Fähigkeiten benötigt, um davon zu profitieren. So wie bei Lord Voldemort und Harry Potter. Wenn das nämlich nicht so wäre, dann hätte Harry gar kein Zauberer sein müssen, sondern hätte quasi die magischen Fähigkeiten geschenkt bekommen. Also wäre das im Umkehrschluss doch möglich, Muggel zu Zauberern zu machen, wenn wir dieser Theorie folgen. Aber da bin ich mir auch nicht so sicher, ob wir dem zu viel Glauben schenken sollten. Die Fähigkeiten, die Harry durch Lord Voldemort in jener Nacht erhalten hat, waren unbestreitbar. Allerdings war Harry auch schon ein Zauberer, beziehungsweise hatte die magischen Gene in sich. Dadurch konnten sie einfach nur noch verstärkt werden. Aber das ist meine persönliche Meinung und ihr könnt natürlich glauben, was immer ihr möchtet. Ob es jetzt so ist, dass man keine magischen Kräfte bekommen kann, wenn man vorher keine hatte, selbst durch eine Seele nicht, oder eben, dass man diese erhalten kann. Das ist jedem selbst überlassen. Und damit sind wir auch am Ende des heutigen Videos angekommen. Ich würde gerne wissen, was ihr dazu denkt und ob ihr glaubt, dass Magie aus der Seele kommt oder aus der DNA. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.